15D. Zum Abschied von Taiwan brachte mich eben der gleiche Amerikaner zum Flughafen zurück, der mich dort bei der Ankunft begrüßt hatte. Während er mir die Hand schüttelte, gab er mir ein Buch, das er geschrieben habe und über das er gern mein Urteil erfahren würde. Gelegentlich, lassen Sie sich Zeit. Den Titel In the Presence of My Enemies übersetzte ich mir sogleich in den vertrauten Psalmvers: Den Tisch hast du mir bereitet im Angesicht meiner Feinde. Zu meiner Überraschung war das Buch gleichfalls ein Bericht über die dreijährige Haft in einem chinesischen Gefängnis. In unseren Gesprächen hatte er die Tatsache mit keinem Wort erwähnt. Die These des Autors aber, John W. Clifford mit Namen, besagt, es sei nicht unmöglich, Widerstand zu leisten. Er habe zwar viele Male gehört, die Hirnwäsche sei eine Art mystischer Technik, in der niemand standzuhalten vermöge. Sie ist dabei weder mysteriös noch unwiderstehlich. Ich weiß es. I know. Den ersten Abend in Manila habe ich mit Zeitungslesen auf dem Hotelzimmer verbracht. Mir kam dabei eine mehr als 30 Jahre zuvor von meinem Lehrmeister Plenge vernommene Maxime in den Sinn. Vor allem aber folgte ich dem Rat, den mir der Leiter des Deutschen Kulturinstituts schon bei dem kurzen Weg vom Flughafen zum Hotel gegeben hatte. Bei Dunkelheit nicht allein ausgehen, auch nicht mit einem Taxi. Lieber Wagen und Geleit bei der deutschen Botschaft erbitten, deren Fahrer allerdings gerade überfallen worden sei und mit einigen Stichwunden in der Klinik liege. Nun, ich war ohnehin müde und beschränkte mich auf einen nachmittäglichen Gang durch das Geschäftsviertel und einige Kirchen der Innenstadt, wobei sich mir schon ein wenig das boshafte Diktum bestätigte, die Philippinen seien aus der strengen Abgeschiedenheit eines spanischen Klosters unvermittelt in die Amüsieratmosphäre von Las Vegas hinübergewechselt. Ich sah etwa eine Allerseelenaktion plakatiert mit der Aufforderung, in eine Liste die Namen von Verstorbenen einzutragen, für die in erster Intention eine Messe gefeiert werden solle. Und in manchem Schaufenster um die gröbste Vulgarität, serienweise gefertigt und aus den edelsten Hölzern geschnitzt. Am Eingang nicht weniger Restaurants, das Verbot von Pistolen und tödlichen Waffen insgesamt. Vor meinem Hotel dann die Kinder mit den lauthals zum Kauf angepriesenen geschmuggelten Zigaretten, während auf der anderen Straßenseite ein Polizist auf- und abschritt, der offenbar nichts hörte und nichts sah. Die Tageszeitungen waren gleichfalls alles andere als eine Einschlaflektüre. Ein Wahlkampf auf den Philippinen hat schon sein besonderes Gesicht. So behauptete der Präsident, in den Versammlungen der Opposition werde, in einer Minute des Schweigens, eigens um seine Ermordung gebetet. Seit Jahresbeginn 144 politisch motivierte Morde in einer einzigen Provinz, in welcher aus diesem Grunde, so drohte der Präsident, die Wahl vielleicht ausgesetzt werde auf unbestimmte Zeit. Lili Abeck, Fernostkorrespondentin der Frankfurter Zeitung, die zum Vortrag im Deutschen Kulturinstitut erschienen war, sagte mit großer Bestimmtheit, dies Land brauche einfach eine Art Diktatur. Doch dann kommen immer gleich die Amerikaner mit ihrer Democracy. Obwohl im Grunde der gleichen Meinung, gab ich zu bedenken, gekommen seien sie auch, um das Inselreich von der japanischen Besatzung zu befreien und das unter gewaltigen Opfern. Tatsächlich habe ich noch nie einen so riesigen Soldatenfriedhof gesehen wie den amerikanischen auf einem Hügel am Stadtrand von Manila. Die vier oder fünf katholischen Universitäten der Millionenstadt standen für eine Woche unter dem Diktat der Examiner. Eine Gastvorlesung vor Studenten kam also nicht in Betracht. So verfiel man auf etwas weit Brisanteres. Ich sollte vor den Professoren sprechen, und zwar über Thomas von Aquin. Mehrere hundert hatten sich eingefunden, im Hörsaal des Priesterseminars interessiert, so schien mir, vor allem an einer Diskussion. Die begann denn auch sogleich mit der aggressiven Frage, was eigentlich gegen den Schulthomismus einzuwenden sei. Offenbar war meine vor einem Jahrzehnt in Madrid vorgetragene These dem Frager nicht unbekannt geblieben. Ich musste also wohl oder übel Farbe bekennen, wobei mir diesmal eines zugute kam: der leicht polemisch-inquisitorische Akzent der Herausforderung hatte auch mich mobilisiert. Und so nannte ich es, Punkt 1, nicht nur einen Irrtum, sondern eine Fälschung,
eine von der Theologie abgetrennte aristotelisch-thomistische Philosophie für die philosophische Weltansicht des Thomas von Aquin auszugeben, weil zweitens dieser Autor sich nicht in einer artifiziellen Terminologie äußere, sondern in einer zwar klaren, aber auch lebendig liquiden Sprache. Darum sei es unmöglich, seine Weltaussage in die Form eines geschlossenen Systems von Lehrsätzen zu bringen. Und drittens fehle dem Schuhthomismus das den Meister durchaus unterscheidende Element der Philosophia Negativa, deren erster Satz in authentischer Formulierung besage: Die Wesenheiten der Dinge sind uns unbekannt. Sogleich entbrannte, wie zu erwarten, ein vielstimmiges Streitgespräch, worin aber stets die so großartige wie seltene Verknüpfung von Leidenschaft und Sachlichkeit gewahrt blieb, und das also herzerfrischend war wie ein Bad im Meer. Und auch der Rektor der spanischen Dominikaneruniversität, Santo Tomas, den ich wohl kaum völlig zu überzeugen vermocht hatte, überreichte mir zum Schluss mit unverhohlenem Respekt mein Honorar. 2 kunstvoll gearbeitete silberne Rosenkränze, einen für Madame und einen für mich. Übrigens, so fügte er eigens hinzu, beide seien noch ungeweiht, weswegen gegen die spätere Umwandlung in 2 Halsketten ein Bedenken nicht bestand. Andern Tags nach langem Schlaf und spätem Erwachen, Anruf der deutschen Botschaft: Wollen Sie wirklich heute nach Saigon? Warum nicht? Haben Sie noch nicht in die Zeitung geschaut? Von der Zeitung sah ich nur einen Zipfel, sie steckte noch unter der Zimmertür. Der Staatschef Diem soll gestürzt sein und das Land auf einem fremden Kriegsschiff verlassen haben. Einzelheiten sind nicht zu erfahren. Ich wollte mich noch nicht entscheiden und erkundigte mich im Büro der Pan Am. Nein, nach Saigon fliegen wir heute nicht, aber Air France fliegt, fast zur gleichen Zeit. So traf ich also, inzwischen doch nicht mehr ganz unbesorgt, am Nachmittag mit einer Maschine der Air France in der südvietnamesischen Hauptstadt ein. Schon beim Anflug beruhigte mich der Anblick von gut einem Dutzend in wohlgeordneter Reihe aufgestellter amerikanischer Militärflugzeuge. Ansonsten allerdings war die Situation auf dem Flughafen recht ungemütlich. Einzelne umherstreunende Revolutionssoldaten, den Karabiner lässig geschultert, mit dem Lauf nach unten, sieht man nicht gern. Als ich dann schließlich nach aufreibend schwierigen Telefonaten mit dem jungen Leiter des Goethe-Instituts in die von neugierigen und aufgestörten Menschen wimmelnde Stadt fuhr, rief uns ziemlich erregt einer seiner Bekannten zu: Die Sperrstunde sei heute vorverlegt, auf 7 Uhr. In der noch verbleibenden halben Stunde haben wir uns rasch noch ein wenig umgesehen. Stacheldrahtverhaue rund um den stark beschädigten Präsidentenpalast, auf den Plätzen 2, 3 Panzer, an fast jeder Straßenecke ein in Stellung gebrachtes Maschinengewehr. Ab und zu dröhnt in der Ferne Artilleriebeschuss. Ich blicke fragend auf, doch mein Begleiter sagt: Das ist normal, das ist so die Front. So, so. Im Hotel kursieren die wildesten Gerüchte. Erst 24 Stunden später wird die Wahrheit bekannt. Am Morgen dieses Allerseelentages 1963 hat man den rätselhafterweise aus dem eingeschlossenen Palast entkommenen Staatschef Diem und seinen Bruder Nu während der Messe aus einer Kirche geholt und noch auf dem Abtransport auf barbarische Weise umgebracht.